Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's Show GTA 5, es sind ja jetzt überall am Machen, am Tun damit, dachte ich mir, okay, kannst du jetzt auch mal eine Runde starten. Ich wäre auch nicht alleine hier, nein, da ist jemand vorbeigekommen, hat mir das Spiel vorbeigebracht. Und zwar der Rappi ist auch mal wieder da. Servus. Freude kommt auf. Das ist nur die Frage. Einer und Blick mal kurz. Ja, gut, das... Okay, ja, er nimmt über das. Das war gerade nur ein Test. Ja, dann. Sag doch mal was. Du hast ja schon ein bisschen gespielt, wa? Ja, du musst labern. Ich muss labern? Ja, ja. Ich habe ein bisschen gespielt, ja. Ja. Ich weiß nur nicht, wo ich gerade bin, aber sonst ist alles in Ordnung. Oh, hier, warte mal. Machen wir die Musik aus. Bla 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 bla. Musik sollst du ausmachen, sonst habe ich hier Probleme. Du sollst die Musik ausmachen. Hallo. Ich mein's ernst, mach die scheiß Musik aus, sonst krieg ich Probleme. Geh mal uns so einen Scheiß. Bla 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 bla. Danke. Scheiß Gamer. Ey, ich kann nichts dafür. Ich hab's Black Ops gespielt und da haben sie mir gesagt, Drittanbieter, Musik von Drittanbieter, weil die da auch eine Musik abgespielt haben, die Leute im Radio. Und kannst halt nicht wegmachen, dann hast du es die ganze Zeit, deswegen haben sie gesagt, Drittanbieter. Was? Ich verstehe gar nichts. Ja, ist auch egal, du bist halt nichts wert. Wie bitte? Ja, sag doch mal ein bisschen was. Was soll ich denn sagen? Ich fahre gegen Haus. Nein, doch nicht. Doch. Ja, was machst du denn jetzt? Was musst du tun? Was ist deine Aufgabe? Ich? Gegen Häuser fliegen. Hast du das gar nicht gesehen, oder was? Ach so, ja, okay. Du musst failen. Ich mach Dr. Das gar nicht. Ich fahre einfach nur durch die Gegend. Okay, du musst ja so ein bisschen zeigen und so. Hast du auch schon ein paar Cheats dafür rausgesucht? Nee. Nee? Nee. Gibt's da schon genug Cheats für? Ja und? Heißt ja nicht, dass ich welche brauche. Vor allem du, Kollege. Hey komm, das war was anderes bei den anderen Spielen, ja? Da warst du noch jung und brauchst du das Geld, wa? Das bin ich jetzt immer noch. Ich hab keinen Bock mehr. Dann mach doch mal eine Aufgabe, du hast so einen scheiß Helm auf, das ist total cool. Was soll ich denn für eine Aufgabe machen? Du musst doch wissen, wo du jetzt bist. Oh, Alter, Ninja Style hat dir ausgewichen, Alter. Kleine, dreckige Fotze. Halt die Schnauze, du. Da kommt noch einer dazu. Was hat der denn damit zu tun? Ein Pantomime oder was? Guck mal, ist ein Pantomime. Oh, da war gar keiner. Aber sind die einfach jetzt tot oder was? Ich meine, die ganze Zeit leben sie. Dann tötest du, dann haust du sie und dann sind sie tot. Anstatt einfach mal irgendwo einen Zwischenpunkt von bewusstlos oder sowas. Nice, du kannst es. Hast du das gesehen? Du bist einfach der Beste. Wollen wir mal Audi fahren? Ja, was hast du? Audi R8 und so. Bla bla bla, Radio und so, bla 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 bla.
bla 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 bla. Dankeschön. Das nervt. Gemeint. Warum kann denn da kein Radio anbleiben? Ja, weil das dann wieder GEMA-Scheiße ist. Was? Weil ich dann GEMA-Probleme habe. Musik von Drittanbietern und so ein Kack. Jetzt machst du nicht den schönen Audi kaputt hier. Ach, dann musst du das immer rausschneiden, oder? Ja, dann musst du entweder übertönen oder rausschneiden. Genau, per Woll. Hä? Okay. Hä? Gesundheit. Also, schön. Das hört sich bei dir an, Junge. Like a Baus. Als ob du verrecken würdest. Tja. Ja, wie ist denn so die Steuerung? Schön. Like a Baus, like a Baus. Ich fand's schön. Du fandst super, ne? Ja. Hat dir Spaß gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich aus dem Auto falle und sterbe. Nee. Doch? Bei dir? Doch? Das ist ja wohl das fünfte Mal jetzt. Nö, mit der Person nicht. Schön. Nee. Und wie findest du das Spiel bis jetzt? Relativ gut, eigentlich. Nervt das nicht, dass du unterschiedlich viel Kuni jetzt mal spielst? Und dann nee, das ist ja gerade das Geile und das reizt sich wirklich, mit jedem anderen Stats zu haben, die aufzubauen. Also bist jetzt gerade der Arme, wa? Naja, Arm. Also ja, mittlerweile bin ich wieder Arm. Ich habe mir ein Taxiunternehmen gekauft. Ja, aber sag mal, du bist ja eigentlich so am Anfang, bist ja der arme Schlucker vom Schwarzen und hilfst ja diesem weißen Reichen da. Der irgendwann Probleme mit 2 Millionen Dollar Problem hat und so ein Gedönse. Ja, ja. Ja, und jetzt hast du schon Kohle angeschaltet, oder was? Mit dem Schwarzen? Ich hatte ja über knapp 300.000. Was hast du gemacht? Hast du ja ein Kleidungsstück gekauft? Nein, dann habe ich mir das Taxi-Unternehmen gekauft. Ach so. Dachte, bist du mal ein bisschen sozial, vielleicht ein bisschen Problem. Du musst deutlicher sprechen, Kollege. Ach, deutlicher. Nacht, damit ich halt mit einer Nuschel. Ich nuschel nicht. Der einzige, der nuschelt, ist die Muschel. So. Wo war ich denn? Ich hab mich voll raus, oder? Schönes Ding, er nimmt den Baum mit. Jetzt musst du sie abholen, oder was? Ja. Jetzt, das ist gerade die Taxizentrale angerufen. Jetzt muss ich irgendwie. Ah, ich würde mir ein hübsches Auto, was nicht so kaputt ist, also nehmen. Ein hübsches Auto, habe ich gesagt. So hübsch. Dann mache ich schon wieder Kratzer rein. Also, eigentlich müssten mir die Fahrzeuge jetzt die Gäste angefällt werden, aber irgendwie wollen sie nicht. Glaube ich. Dann gucken wir mal. Ich wollte gerade sagen, guck doch einfach auf die Karte. Du, hey. Nein. Die grünen Sachen, wie du hier siehst, ne? Die sind alle für ihn. Die sind alle für den Frack. Was hat das mit dem grünen Kreis da zu tun? Da sind Fahrzeuge, die ich klauen muss für einen bestimmten Menschen. Oh, jetzt wäre nicht zu viel verraten, hat er. Ja. Ist denke ich schon mal aufgefallen, dass die komplette Karte von GTA 5 aussieht wie eine der Ninja Turtles. Habe ich noch nicht drauf geachtet. Und da wird es weiter oben, genau dort sitzt ungefähr, das weiße Fleck unten drunter, das ist nämlich blau. Das ist nämlich der blaue Turtle im Endeffekt, genau. Das ist der blaue Turtle. Ja, das ist der Alamo, was weiß ich, was Leonardo, glaube ich, ist der blaue. So, was ist das denn? Das ist ein Parkplatz. Immobilienmanagement. Das ist das Taxiunternehmen, das ist ein Attentat. Guck mal, da ist ein Totenkopfschädel. Der hier? Ja. Den kann ich nur mit Trevor machen. Achso. Bitte an den Person, was ist das jetzt hier? Ah. Da muss aber nicht hin. Ja, aber das mache ich jetzt nicht. Irgendwie. Oh, Schizzle! Hey, hier mal Radio. Ja, Radio. Ja,
Okay. Vorsicht, Gegenverkehr. Hast du Bullen an den Hals, ne? Hast du gut gemacht. Wie hast du das geschafft? Ich bin gefahren. Man lässt dich eine Sekunde aus den Augen und schon hast du die Bullen im Arsch. Bullen wissen selber nicht, was sie machen sollen. Nice! So. Wow, wow, ich steig wieder ein. Was war das denn für eine sinnlose Aktion jetzt? Nice! Ich wollte eigentlich was kaufen, aber irgendwie. Ah, komisch, ne? Warum die Bullen dich überhaupt verfolgen, verstehe ich nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, du fährst doch gemütlich nur durch die Gegend. Und beseitigst Ungeziefer. So, lassen wir doch endlich kaufen. Scheiße. Kannst du auch Autos kaufen, Scheiße. Oder? Scheiße. Scheiße. Nice! Kannst du auch Autos kaufen? Was kannst du denn so alles jetzt kaufen? Kannst du auch eigene Häuser oder sowas? Kannst du für dich eigene Wohnungen? Eigene Wohnung kann ich nicht mehr kaufen, so viel ich weiß. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Also, weil ich weiß, kannst du Garagen kaufen. Genau, die kannst du kaufen. 30.000 oder so. Ja, ein Kumpel von mir hat sich eine Garage gekauft und ich habe dann vergessen, wo sie war. Das ist auch nicht schlecht. Oh Gott! Blut? Nein, das ist Lack. Lack? Hm? Das ist Vinyl. Naja, aber die Mach nicht hier. Die sind schon wieder durch. Du nicht los. Du weißt, du musst den Bullen ausweichen, ne? Nicht auf sie zufahren. Jetzt schon längst mal ins andere Auto steigen sollen. Dann wissen sie ja nicht, wer du bist. Die wissen alles, die sind alle wissen. Alter. Weiß auch nicht so ganz, was du jetzt gerade machst, oder? Also, irgendwie wollte ich da links gerade einen Berg hochfahren, aber irgendwie war es doch kein Bild gewesen. Was hupen die denn alle? Versteh's nicht. Ja, ich verstehe das auch manchmal nicht. Nice. Oh, ich hab drei Sterne. Ach du Scheiße. Was kannst du eigentlich? Kein Auto fahren. Also, damit höre ich auch. Kannst du nie Auto fahren? Also bei Forza, wisst ihr, bei Forza habe ich ihn immer fertig gemacht, weil er einfach wirklich nichts kann, der Junge. Das sind jetzt hier zwar ansatzweise seine besten Fahrkünste, die er je hatte. Ja. Also schon ordentlich, was er jetzt macht, sonst. Ja, genau. Oh. Gerade so die Kurve gekriegt. Aha, bitte. Oh Gott. Der war schlecht. Gangster, ey. Hammer. Aber irgendwie wird hier vergessen. Ich glaube. Tja, mein Kollege hat es geschafft, mit drei Sternen abzuhauen. Er hat sogar noch einen Hubschrauber bei sich gehabt. Aber du? Versuch gerade den scheiß Erfolg zu machen. 3 Minuten, 3 Sterne oder was? Gibt's einen Erfolg für? Die gibt es einen Erfolg für, glaube ich. Cool. Hatte er mein Kollege versucht zu machen zu dem Punkt. Als ich das mal gesehen habe bei ihm. Ist ja nicht schlecht, dass ich das auch mal erfahre, danke. Ja, wenn du auch einfach mal im Internet gucken würdest, Erfolge. Na, so weit bin ich ja nicht gekommen. Wie lange ist das Spiel schon? Freitag. 2? Was für 2? Naja. Wie denn 2? Du hast 2 gesagt.
Freitag habe ich gesagt. Jetzt lügt er auch noch, Leute. Er hat doch zwei gesagt, ne? Am Arsch! Schrotet es in die Kommentare. Oh mein Gott, ey. Die Leute, das hat die. So. Dann bist du so schlecht und kannst den Bullen nicht abbauen, oder? So. Ich hab einmal Schluss mit ihm. Das ist kein Geländewagen, du brauchst einen Quad oder sowas für. Das schöne Auto. Schön ist es schon lange, ja. Warum wohl? So trägt man es heutzutage. Hast du das auch schon gesehen? Kann man auch im Sommer mit Autos fahren, Bodeln. Aber irgendwie. Neue Sportart. Aber irgendwie direkt auf die Bodeln ist auch scheiße. Wie schnell man da drei Sterne hinkriegt, ey. Oh, letztens. Waren wohl noch keine 3 Minuten. Ja, muss man gucken, ich weiß nicht wie genau, er hat es auch nicht geschafft, aber ich weiß, ich hätte sie nicht mit Was will der denn schon wieder? Ich hab's aber gar nicht gesehen. Alter, du bist Son of a Bitch, hat er gesagt, ey. Wer, wo, was? Der Gegner, der Typ, der gerade durch die Gegend gefahren. Gegner, was für ein Gegner? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Weißt du, eben noch Geber machen und nicht selber sehen. Ja, was war, das war schlecht und ein Cover. Das darf ich ja. So, wenn wir da. Ich wollte sagen, das ist kein altes Motorrad. Guckt euch das mal an, wie hilfsbereit, und dann hauen sie einfach ab, ey. Bla bla bla, scheiß Musik und bla, geh mal kacke und hast nicht gesehen, da 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 da. Juhu. Schön. Tja, das musste irgendwie rausschneiden. Ich mach sowieso leiser, als es eher, als es jetzt schon ist. Von daher. Was willst du denn? Die Musik, oder? Naja, ich meine, ich mache immer das Spiel, den Spielsound mache ich immer auf 50 und den Speak Loud, die Sprechleute Gedönse hast nicht gesehen, mache ich auf 150. Ja. Weil es kann. Einfach nur, weil es kann. Ich Kollege, das war ziemlich nicht knapp, ne? Ja, ich weiß. Aber ich fahre jetzt eigentlich, ich habe keine Lust mehr. Ja, dann mach eine Aufgabe! Ja, ich fahre jetzt den Typen hier nach Hause und dann werde ich mal mit dem anderen Typen weiterspielen. Denke ich. Oder nee. Schönes Ding! Ich fahre zu dem D. D to the Z, Alter. Von X to the Z. Nice! Ich hab gebremst. I say it's too late, Alter. Ach ja. Ist ja immer. Miau! Dann kannst du aber auch mal spielen. Weiter. Oh, da ist ein Auto. Hat nicht gesehen. Doch, ich hab doch nur eine 360 Grad Drehung gemacht. Jetzt hör doch dich aufzuregen. Weißt du? Siehst immer nur das Schlechte. Sag mir mal, das. Also, es ist so. Ich baue nie Unfälle. Das ist alles Absicht. Guck, der hat einen Unfall gebaut, der hat sie einfach. Achso, der hätte jetzt auch bei. Nein, der hat auch eine 360 Grad Drehung gemacht. Hör auf, jede Probleme von anderen auf, von dir auf andere zu beziehen. Hey! Psst! Kommst du wo rein? Ring jetzt! Hat keinen Bock. Katzenvieh. Hat einfach keinen Bock. Oh. Super Abkürzung. Oh, hier guck mal, hier steht ein Auto. Ja, warum nimmst du nicht mit? Weil ich jetzt gerade vorne. Ich will irgendwie auf die andere Seite. Hier. Oh, den hätte ich nicht genommen. Ich auch nicht. Jetzt ist das Auto im Arsch. Der Auto im Arsch. Ja, oh. Der Auto ist im Arsch. Ich weiß nicht, so irgendwie. Welchen soll ich nehmen? Super Karren, ich würde den ganz linken nehmen. Mercedes.
Zwar kein SUV, aber immerhin. Nein, ah, la 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 la. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Psch, psch, psch. Katzenvieh. Psch. Irgendwie will ich jetzt auch mal wieder hier raus. Jetzt weiß ich nicht, wer da hingekommen ist. Ich will da nicht mehr raus. Der wird elendig da drinnen verrecken. Nee, diesem armes kleines Ghetto-Kind. Weißt du, alle anderen sind Kellerkinder, du musst übertreiben, bist ein Kanalkind, Alter. Oh mein Gott! Hier wohnst du? Nee. Alter, machst du nicht schon wieder kaputt? Nein, I'm sorry. Weil du nix kannst. Du solltest mal einen Profi spielen lassen. Ich müsste den Profi nur mal kurz holen. Ich wollte gerade sagen, du bist ja recht nicht. Oh, jetzt versau doch nicht, dass ich den Witz schon wieder, ey. Du Witzversauer. So. Oh, jetzt geht's los. Put up your hand and stand where I can see you. All right, you got me, homie. All right, you know how to work that face recognition shit already? Well, figure it out. Wer ist das denn jetzt? Das ist Trevor. Ja, wo muss jetzt hin? Kannst du auch Zeppelins besorgen? Schieß doch! Du musst schießen! Come in, Franklin. We're in position over Howick Avenue. What's the name of the suspect? The dude's name is Chad Mulligan. All right? Chad Mulligan. Roger that. Was ist jetzt deine Aufgabe? Ich muss die Leute hier scannen und gucken, wer jetzt Chad Mulligan ist. Okay. Wir schreiten eine Höchstgeschwindigkeit. Holy shit, Alter. Keiner von denen. Warum war er jetzt nicht dabei? Weil, weiß ich nicht, vielleicht ist er das hier. Vielleicht.
Sind die alle am Fummeln oder was? Der hat ihm einen geblasen, Mensch. Nice. Jetzt kommt der Dritte dazu. Ballert er die ab? Guck doch mal, er hat jetzt abgeballert. Ja, jetzt hat er die abgeballert, siehst du? Oh Mann, jetzt habe ich nicht gesehen, wie die Nutte abgeballert worden ist. Da hast du gelitten. So, und jetzt? Wir sollen dem folgen, um zu gucken, wo er sein Auto geparkt hat. Das ist uns. Sieht aber schon ganz cool aus, so, muss ich sagen. Also. Ja, sieht nicht schlecht aus. Also, ich habe mal schon Regen überfahren, also so. Oder Kojoten. Ich habe einen Esel mal gesehen. Aber ich glaube, es ist so. So die Grenze, sag ich jetzt mal, was jetzt nur an der Xbox 360 noch rauszuholen ist, ja, ganz ehrlich. Zoom ran. Oh, das ist ja clever, ey, Junge. Junge, hä? Ja. Rein hypothetisch habe ich punktuell in die Straße getroffen. Oh, was war das denn für die Gefahr? Nein, weiter. Das heißt er, genau. Als wenn er wüsste, wo er hin soll. Ist ja ein Computergegner, der weiß, wo er hin soll. Was? Als ob er wüsste, wo er hin soll. Na gut, ist ein Computergegner, der weiß ja, wo er hin muss. Ja. Aber ich frag mich, ob jetzt die ganzen Autos genau so jetzt auch sind im Endeffekt. Also ob er, wenn du zwei Minuten später gekommen wärst, ob dann auch solche Autos dann genau in dem Moment da gewesen sind. Das ist immer so eine ganz interessante Frage. Das stimmt. Ja, fährt weh, Junge. Ich weiß nicht, wo das hergeht. Hat aber Glück gehabt, wie die Sau. Aber wo sind wir denn? Wir sind irgendwo hinter. Okay, wir haben gleich. Ah, da sind wir. Da ist der. Boah, nice! Ist auch ein Computer. Ah, hat uns wieder abgehangen. Jo. So, dann wollen wir mal gucken. Alter, wie tief fliegt denn der jetzt? Developing feelings for you. Okay, I'm seeing things a little more clearly.
Musst du jetzt abholen oder was? Junge, Junge, ist das schon nicht schlecht. Ja, das ist hier eben, ne? Richtig. So, da war er rein. Ganz schön laufen, der Junge, bei dir. Was? Der Typ muss ganz schön laufen wegen dir. Ja, wenn er dann mal ankommt, weiß er doch. Den hatte ich noch nicht, oder? Was? Den hattest du nicht mehr. Nice, aber mach keine Schrammen dran jetzt. Ich fahre ganz langsam. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be here, dawg. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dawg, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. So, the old hanging Chad has only gone and reported that car stolen. Shit, and I spared this motherfucker. Das sind zwei Sterne. Jo. Ja, muss man gerade gucken, ob das Radio an ist davon. Ne? Ich nicht an. Okay, gut. Das ist einfach nur Hintergrundmelodie. Dagegen können die ja nichts sagen. Was für ein Arschloch. Ah, kaputt. Easy on the score, kid. Man, it's hard driving with you up there watching me, dawg. I get self-conscious and shit. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Das war ein anderes Auto. Auch nicht schlecht. Das war weit vor dir noch. Ja, fahr ich nicht nochmal durch. Ob das die perfekte Stelle ist, bist du ziemlich eingeengt.
Das Auto solltest du auch vorher mal reparieren gehen, glaube ich. Ach wo? Das sieht doch schön aus. Trinkt man so, war es oldschool. Ja. Ein paar Tribals und so. Warum muss dieses Auto unbedingt jetzt klauen? Hätte sich doch bestimmt auch irgendwo kaufen können. Nee, die sollte das irgendwie klauen. Schön klauen. Das wäre sonst langweilig. Hä? Wäre ja sonst langweilig. Ja, kaufen kann ja jeder. Na ja gut, aber klauen kann nicht jeder. Klauen kann nicht jeder, nee. Deswegen muss man es machen lassen. Das ist ja doch voll dumm. Wir machen den Weg frei, ne? Also. Achso, ja, okay. So, dann fahren wir hier links. Nicht so weit links. Alter, ist ja gut. Hör auf zu hupen und fahr mal lieber richtig. Ich hab mich nur angelehnt. Ja, nee. Am Arsch, ich hab keinen Bock mehr zu fahren. Ich hab immer die ganze Gefahr hier. Das ist so nervend bei San Andreas, wa? Da geht ja diese große scheiß Welt, die man durchfahren kann. Aber es spielt in San Andreas. Ja? Nein, es spielt doch in Los Santos. Ja, die ganze Region heißt San Andreas, mein Gott. Scheiß Nerd hier, ey. Alter, nur weil ich jetzt mal das ganze Wochenende nur gesuchtet habe, oder was? Mal! Zu deiner Glanzzeit warst du nur am Suchten, Alter. Das letzte Mal war bei BF3. Und davor ist jetzt auch bei Halo Reach. Also, ja, aber Halo Reach kam, Battlefield 3 kam ja direkt nach Reach. Sozusagen. Weil du hast die ganze Zeit Reach gesuchtet. Dann kam Battlefield 3 kam mir schnell, das war schon ein bisschen länger draußen. Dann haben wir beide Battlefield 3 gesuchtet. Dann sind wir wieder zu Reach gegangen. Dann haben wir Call of Duty gesuchtet. Also egal, ob du jetzt ein Spiel aufgehört hast zu suchten, hast du direkt das nächste angefangen zu suchten. Kollege, und mit Suchten meine ich Suchten. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there. Ach, die Buchte auf, Junge. Wärst du nicht einfach so durch? Ja. Halt doch mal deine Linie. And I just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they make? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow. Man, you one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car? This one. For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp. Man, I'm just looking for a paycheck for my service. No, don't worry, it'll come, that'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call, before it's too late. Yeah, all right, man, I will. Before it's too late, man. Sounds like James Bond, the type. Yeah, yeah. Just take any car and go. Ja klar, take any car and go. Yeah. Das ist genauso schnappen einfach so. Das ist komisch, dass überall die Schlüssel überall drin hängen. Schon interessant. Boom!
Okay, das soll eigentlich auch mal gleich die Einführung gewesen sein. Wir haben mit einer Mission mal wir sehen und sowas von einer Pärchen, von einer Prächtig und so. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bedanke mich fürs Vorspielen. Kein Problem. Für das wunderschöne Vorspiel. Jetzt kommen wir mal zum Nachspiel. Ja, jetzt darfst du fahren, das darf doch keiner sehen. Ja, genau, deswegen. Na, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mir alles in die Kommentare wie eh und je. Und was hast du denn? Bronze? Oh. Nichts anderes erwartet hier. Radio ist noch an, deswegen labe ich jetzt mal schnell drüber. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Hoffentlich sieht man es mal online und tschüss und ciao.